So, ich möchte nochmal einen kleinen Einschub machen, 7.4a, Notation, weil jetzt die Begriffe Sensitivität und Spezifität, falsch positiv und Inzidenz und so weiter so oft vorgekommen sind, möchte ich Ihnen noch einmal an einer Grafik zeigen, wie diese Begriffe verwendet werden. Dazu muss ich aber erstmal ein Modell machen, also Sine Omega. Die Menge von Menschen die einen bestimmten Test gemacht haben. Dann müssen wir die Leute, die krank sind, C in Omega, die Teilmenge der Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben. Dann nehme ich plus in Omega die Teilmenge der Menschen, bei denen der Test positiv ausgefallen ist. Und minus, also das ist die Menge plus quer, also die nicht positiven, also die, die negativ sind, die Teilmenge der Menschen, bei denen der Test negativ ausgefallen ist. Ja, und dann können wir ein Baumdiagramm machen. Also ich habe hier die Menge Omega. Dann habe ich die Leute, die die Krankheit haben, die Leute, die Krankheit nicht haben. Die Leute, die die Krankheit haben und positiv getestet wurden, die Leute, die die Krankheit haben und negativ getestet wurden, die Leute, die die Krankheit nicht haben und positiv getestet wurden und die Leute, die Krankheit nicht haben und negativ getestet wurden. Ja. Also das hier ist mein Baumdiagramm. Und jetzt haben die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten in diesem Baumdiagramm Namen. So, also, dies hier was hier steht, das ist die Inzidenz. Das ist also der Anteil von allen Leuten, die die Krankheit haben. Dann das, was hier steht, das sind die Leute, die zwar krank sind und trotzdem negativ getestet worden sind. Das ist die Falsch-Negativ-Rate. Ja, der Anteil von denen, die die Krankheit haben und trotzdem negativ getestet worden sind. Genauso sind die, die die Krankheit nicht haben und positiv getestet worden, da ist diese Positiv-Antwort falsch. Die sind also die Falsch-Positiven. Ja, diese Wahrscheinlichkeit, die er hat, ist die Falsch-Positiv-Rate. Und dann gibt es noch Sensitivität und Spezifität. Und das finde ich immer etwas schwierig, sich zu merken, weil beides mit S anfängt. Deshalb schreibe ich es hier nochmal rein. Also dies hier, das ist die Sensitivität. Und dies hier unten ist die Spezifität. Ja, Sie sehen also, in diesem Baumdiagramm haben praktisch alle Sachen einen Namen. In dem anderen Baumdiagramm, wo das Plus zuerst kommt, da haben nicht so viele Sachen Namen. Also meistens kann man diese Sachen irgendwie finden und die in dem anderen Baumdiagramm muss man dann entweder mit dem Baumdiagramm ausrechnen oder mit der Formel von Bayes später. Okay, also ich hoffe, Ihnen hilft das, dass Sie hier einmal sehen,
wie die Namen benutzt werden.